Wow. Hallo Leute, zum Let's Test SCP-087-078-87 ist mir auch scheißegal. Hier geht schon mal die Treppe nach unten. Und ich folge der Treppe nach unten. Und wer weiß, was mich da unten erwartet. Alter, die Maus ist mir echt zu empfindlich geworden. Ist noch höher eingestellt jetzt. Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Also bis jetzt ist es recht angenehm. Ja, wenn ich jetzt sage angenehm, dann kommt bestimmt gleich irgendein Vieh und haut mir die Fresse vom Kopf weg. Ich laufe hier ganz easy durch, Alter. Ich werde euch zeigen, wo der Hammer hängt. Da glaubst du nicht mehr an Gott oder an Jesus. Da ist Ende im Gelände, mein Freund. Typisches Bild von mir, große Fresse und Stein da. Wenn drauf ankommt, alles weg. Alter, die wollen mich hier bestimmt irgendwie umsonst auf die Folter spannen Dingen. Also bis jetzt ist echt easy cheesy. Ich hab da unten noch ein Gott oder ich bin schon taub. Da war jetzt wirklich was. Nee, 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 nee. Ja, ich weiß. Sind wir jetzt schon 10 Stockwerke, 20? Keine Ahnung, ich hab nicht mitgezählt. Oh, wir sind im 8. Stockwerk. Im 9.? Wie ist das? Ich dachte, wir laufen runter. 10. Ich hoffe, die gibt nicht so viel, ich kann jetzt schon nicht mehr. Aber bis jetzt ist es noch angenehmer als Slender. Elf, einhalb. 12. 12,5, 13, 13,5, 14, ja, 14, irgendwas atmet schwer. Schlimmer. Da atmet irgendeiner schwer. So. Ey, ist das alles im Spiel? Einfach nur Treppen runterlaufen? Also, ich habe zwar von gehört, dass es wirklich nur Treppen runterlaufen ist, aber ich dachte, also irgendwie schon in jedem Stockwerk ein bisschen mehr Action, aber das ist ja wirklich Stockwerk, keine Ahnung. Das müssen wir aber schon bei 17, 18, 20 sein. 18, sag ich doch. Ey, ich bin super. 19. 19.
also diese schwere Atmen, das wird auch immer, naja, ich will jetzt nicht sagen lauter, aber es wird immer schwerer. Oder da pennt irgendjemand unten und wir sollen den aufwecken, nicht dass er verpennt oder so. Alter, da war gerade was. Ich hab's doch gesehen. Bin doch nicht blöd. War doch gerade was hinter mir, ey. Leck mich am Arsch. 23. Flur. Ich setz mich mal kurz anders hin. 23,5. Flur. Das wird auch nicht heller oder so. Die Wohnungsbaugesellschaft sollte sich mal um Lichtschalter kümmern. Also die Atmosphäre ist schon mal richtig 25, ne? 25,5. Fick dich mit Knie, Alter. Alter. Boah. Was, Alter? Boah. Nee. Alter, ich krieg gleich Herzfehler. 28. Meine Fresse. Wie viele Stockwerke sind denn das? Mein Informant hat mir gerade gemeldet, es sind etwa 100? Mehr als 100 Stockwerke. Alter, wie lange soll ich denn hier rumlaufen? Ich bin ganz gechillt. Ich hab mich beruhigt. Mir kann nichts passieren. Es sind nur Treppen, die auf mich stürzen können und mich umbringen können. Nicht die Dunkelheit ist hier schlimm, die Treppe. Nicht die 5 Millionen Stockwerke, die Treppe. Und nicht das Monster, was mich verfolgt, die Treppe. Kann ja sein, dass ich stolper, dann falle ich hin und dann habe ich eine Wunde am Knie. Und keiner da, der mir ein Pflaster geben kann. Und dann verblute ich da elendig. Kein Wunder, dass hier so viele Blutspuren an der Handgelenke sind. Sind bestimmt viele mit Knie aufgekommen und haben sich dann aufgeschlagen. Und keiner war da und hat den Pflaster. 35. Und es geht tiefer. Der ist ja auch ein bisschen doof, der hätte eigentlich von oben nach unten abzählen müssen. Das schwere Atmen, das stört mich hier. Aber ganz schön. So, wir sind jetzt auf einem halben Flur. Mal gucken, wo wir jetzt sind. Bei 40, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ich habe mich verzählt. Wir sind bei 39. Und das in weniger als 5 Minuten, denke ich mal. Das wird bestimmt ein kurzes Letztes. Weil ich es nicht mehr weit schaffen werde. Irgendwann werde ich einfach hier vorm PC zusammenbrechen und einen Herzkollaps kriegen. Falls ich sterben sollte, sagt meiner Frau, dass ich sie liebe. Und meinen 25.000 Kindern. Ich hatte viel Langeweile im Leben.
Betracht der Lage. Weil wer abends um, ist mir auch real, wie spät es ist, Uhr SCP-087078, was auch immer spielt, der hat echt zu viel Langeweile. Ist hobbylos und sollte man gleich eine Klappe sein, weil 45, ey. What? Ich hasse Schatten. Hab mein Auge juckt. Aber ich hab keinen Bock stehen zu bleiben. Beim 50. Flur bleibe ich stehen. Weil sonst fällt mir mein Auge. Ach nee, ich bleib jetzt stehen. Mein Auge. So. Und das geht weiter. Ist zum Glück ja nicht nervig oder sowas. Mich interessiert es, ob es schon jemals einer bis ganz nach unten geschafft hat. Und was ihn denn da unten erwartet. Ob es irgendwie ein Ende ist, kriegst du einen Keks oder sowas. Wer weiß? Niemand weiß es. Nur ich. Wüsste es gern. Sorry. Gibt es irgendwie eine Rennfunktion oder sowas? Bam 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 bam. Also ein bisschen Soundeffekte hätten die noch mit drin hauen können, wa? Irgendwie so ein bisschen Musik oder sowas. Was ich ein bisschen fröhlicher mache. So. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Das sind die Gummibären. Das sind die Gummibären. Ach ja, das waren noch schöne Zeiten. Da war man noch Kind, unbesorgt und frei. Jetzt ist man alt und im Weg. Hat nichts besseres zu tun, als nachts Treppen runterzulaufen. In einem anscheinend unendlichen Haus. 58. Flur. Und bis jetzt habe ich mir nur einmal in die Hose gemacht. Im 26.5. Flur. I'm walking with you and me, I'm walking. I'm walking. Was ich mir jetzt wünschen würde, ist eigentlich ein bisschen Sonnenschein. I'm walking on sunshine. So. Ich hoffe mal, dass wir die Treppen irgendwann mal besiegt haben. Geheimer Informant, du hast dir das ja schon mal angeguckt, ne? Und hatte da einer schon mal bis zum Ende geschafft? Okay, es gab noch kein sicheres Ende. Also das einzige Ende ist hier der Tod. Ich freue mich drauf. Da 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 da, ich liebe es. Ey, wenn hier so weitergeht, schlafe ich wirklich vom PC ein. Ich habe mir da ein bisschen mehr Action erwartet. Weil nach einigen Angaben sollte etwas schlimmer sein noch als Länder, aber das ist ja gar nicht.
Moment. So. Aber Angst habe ich trotzdem. Das ist nicht so die Sache. Meine Arme bedecken sich langsam voller Adrenalin. Steht zum Verkauf frei, also wenn ihr eine Adrenalin braucht, ich habe genug davon jetzt. Im Flur Nummer 68. Ich habe ja auch nur Spätzle zu tun. Sag mal, sind hier immer die gleichen Wände? Immer die gleichen Treppen, immer die gleichen Länder, immer die gleichen Flecken? Nur der Sound, der ist besser. 70. 70. 70,5. 70 und 1. 70 und 1,5. Und wie war euer Tag so? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Also, wenn ihr das bis jetzt geguckt habt, dann Respekt, wenn das euch noch nicht gelangweilt hat. 73. Ja, wenn ich so ein Video gucken würde, ich würde nach 5 Minuten ausschalten, weil ich da wirklich nur noch Trepp runter geht. Und Trepp runter. Und Trepp runter. Man müsste mal sich einen Fun machen, erst runterlaufen und versuchen wirklich bis zum Ende kommen. Und dann einfach mal wieder hochlaufen. Weil man hat ja sowieso nichts besser zu tun. So, mal sehen, wo der uns hinführt. Der 76. Flur. Der 76,5. Flur. Und wieder einmal sehen wir eine Treppe, die nach unten führt. Gefolgt von einer Treppe, die zufälligerweise nach unten führt. Wieder mal gefolgt von einer Treppe, die schon wieder halb nach unten führt. Die andere Hälfte bin ich runtergefallen. 79. Also das Atmen wird schwerer. Oder da unten liegt eine Frau und ist schwanger. Und hat gerade eine Entbindung, ich will da nicht stören. Scheiße, ich komm nicht hoch. Alter, wenn du eigentlich mal unten bist, kommst du nicht mehr hoch. Das ist ja schlimm. Naja, dann werde ich wohl dieser Frau beim Entbinden helfen. Lass mich durch, ich bin Sanitäter. Was bist du? Ich bin Arzt. Nee, Sanitäter ist nicht Arzt. Sanitäter darf Pflaster geben, Arzt mehr. 83. Also dieses letzte Test ist nicht nur gefolgt von Spannungslosigkeit, sondern auch von hässlichen Flachwitzen und purem Sarkasmus. Muss man erstmal hinbekommen. Ladet doch mal ein paar Freunde ein und geht vom Dachboden mal in den Keller. Und wieder hoch und wieder runter. Sechsundachtzigster Flur. Siebenundachtzigster Flur. Und ich bin irgendwie noch voll gechillt. Außer eben dieser Adrenalinfilm. Aber wen juckt das? Achtundachtzigster Flur.
bohren mir langsam die Themen aus. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit schaffe. So. Jetzt sind wir am 90. Flur. Beim 100. Flur machen wir erstmal Premiere. Celebration must come on. Let's get this party up. So, noch zur Info, heute ist Sonntagabend, etwa, naja, 22, 23 Uhr, und es wird langsam dunkel draußen. Im Zimmer selbst ist nur der Bildschirm an und meine Tastatur, was sichtbar ist, an Lichtern. Wo sind wir? Keine Ahnung. Ey, die sollten nicht mal einen Treppensimulator machen, die sollten einen Fahrstuhlsimulator machen. Da gehst du oben hin, fährst runter, steigst unten aus und dann hast du das Spiel durchgespielt. 98. Flur. 98,5. Flur. FLUA. So, gleich kommt der 100. Special Flur. Nee, du willst mich verarschen, Alter.